So, haben wir noch ein paar Mülleimer. Die Performance geht schon wieder ein bisschen den Bach runter. Neue Welt, da müssten wir jetzt gleich mit Glas arbeiten können. Der Ameisenbär. Da muss ich hin, ne? Männchen, Weibchen. Ja, dann können wir euch doch hier hinten rein bewegen. Das wäre natürlich schön, wenn hier die anderen zwei Tiere noch reinpassen würden. Ich habe doch ein mittelamerikanisches. Naja, ich blick da schon durch. Ich merke das. Ich habe das voll im Griff hier. Du warst doch mit irgendeiner Forschung beschäftigt, ne? Aber welche? Weil wenn die Krankheit besiegt ist, müssen wir sie nicht weiter erforschen. Komm, dann mach hier den... wo habe ich dich denn abgezogen? Hier beim Kaffernbüffel, ne? Genau. Also die Goldherausforderungen, die haben sie aber in sich. Du, meine Güte, mit den 20 Gehegetierarten, da werden sie mich aber kriegen. Den Rest, den kriegen wir hin. Das ist alles Peanuts. Aber das hier, das ist ja wirklich eng hier. Oha, 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 oha. Ah, wir machen Plus. Dann können wir hier ja auch noch ein Gehege hin machen, ne? Im Zweifel. So, dann machen wir mal hier den Tapir rein, wegen der Bildung. Wir haben auf jeden Fall eine Menge noch zu tun. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Boah, ich hoffe, dass wir die anderen Tierarten... Ich hätte so gern Koala hier drin. Das wäre bestimmt cool. Geh doch, bleib doch mal hier. Aber jetzt nochmal unter uns, ne? Das hier ist ein mittelamerikanischer Tapir. Aber ich habe doch Tapire. Warum habe ich die denn hier drin mit den Amerikanern? Ich habe doch Tapire. Nehmen wir den mal raus, weil den habe ich ja, den brauche ich ja nicht noch. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich natürlich vieles nicht mitgekriegt, wer hier wieder erwachsen geworden ist und alles. Das Spiel macht mich fertig, ehrlich. Kann das nicht mehr lange. Sag mal, ich habe doch gerade angeklickt und in dem Moment, wo ich es wegklicke, ist plötzlich Veterinärforschung fertig? Also bitte. So, der Tapir. Ach, der braucht eine Wasserfläche. Alles klar. Können wir dir ein Loch graben? Gelände? Wäre schön, wenn ich das mal sehen könnte hier. Machen wir mal ein bisschen Kontrast, bitte. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Jetzt wird es aber auch genau jetzt wird's wieder dunkel, ne? So, das wäre so eine Wasserfläche. Und dann können wir die nicht hier so ein bisschen... So. Jetzt machen wir die hier ein bisschen... Warte mal, da gibt es ja auch Glätten, ne? Kann man da jetzt Wasser reinmachen?
Und weil du jetzt Wasser hast, hast du keinen stabilen Rückzugsort. Mhm. Ja, das wird schon stimmen irgendwie. Aber das kriegen wir ja hin. Wir können dir ja hier einen stabilen Rückzugsort bauen, ne? Das sollten wir ja hinkriegen. Dann bauen wir mal weiter. Flachdach. Hier, Asphalt. Natürlich ist er wieder nicht in der Lage, die Rasterung zu behalten. Warum auch? So. Na, es ist im Dunkeln bauen. Also, ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen froh, wenn wir diese Kampagne hinter uns haben. Also, es macht doch deutlichst mehr Spaß, Sandbox zu bauen, wo du wirklich dich austoben kannst. Also die Kampagne, ich weiß nicht, das ist nicht ganz so geil. Der ist aber wirklich ein bisschen komisch, ne? Wie heißt du? Tapir, ne? Aber mit Vornamen heißt du mittelamerikanisch. Alles klar. Ich guck mal, ob wir schon was für dich haben. Mittelamerikanischer Tapir. Haben wir denn schon Spielobjekte für dich? Ja, guck mal. 121 Punkte, dein Wasser hast du. Hier kriegst du eine Reibesäule. Kriegst eine Kiste. Da ist bei Gulp noch eine übergeblieben. Und beim Essen kriegst du hier so eine Futtertrommel. Perfekt. Und jetzt müssen wir dir noch Pflanzen geben. Das heißt, wir suchen ein gemäßigter Tropengraslandschaft in Südmittelamerika. Merkt ihr, das lässt gerade ein bisschen nach, das Spiel wieder mal. Was habe ich gesagt? Südmittelamerika? Gemäßigte Tropengras. Gemäßigtes Tropengras. Guck mal, da haben wir das Viech doch innerhalb von Sekunden glücklich gemacht, wa? Bonus mit anderen Arten, ja. Oh, jetzt geht das mit der Inzucht schon wieder los. Wer hatte jetzt Inzucht? Springböcke haben Inzucht? Springbock. Ja, ich weiß, ist wieder irgendeine Forschung fertig. Siehst du, jetzt muss ich mich doch um sowas kümmern. Ich finde das ärgerlich, dass das immer so auftaucht. Ne? Hier, Tapir erforschen. Erforschen Tapir. Komm, hier ist auch was fertig. Richtig. Die Läden. Alles klar. Springbock. Springbock war das Problem, ne? Springbock. Zum Handelszentrum schicken. Können wir und Hühner besorgen? Was? Können wir uns Hühner besorgen? Ja, theoretisch kannst du das schon. Also Hühner kann man relativ günstig kaufen. Die Frage ist halt nur, wo du sie artgerecht halten kannst. Also, ich würde sie mir nicht in die Wohnung holen, weil erstens brauchen die Auslauf und zweitens kacken die alles voll. Und Hühner stinken. Deswegen, klarer Hinweis, nö. Nein, ich meine in den Zoo. Nein, hier gibt es keine Hühner in dem Zoo. Das geht leider nicht. Nichts zu machen. Ich muss mal eben gucken hier. Wer ist denn jetzt mit wem hier Inzucht? Ah, das ist Inzucht. Alles klar. Und die ist Nachwuchs. Also die Fabio... Ist denn das Inzucht? Ist er so schnell erwachsen geworden, der Springbock?
zum Handelszentrum schicken. Ja. Gleich rausnehmen aus dem Gehege. Geht nicht anders. Es gibt relativ viele Sachen, Jamie, die hier noch nicht so ganz ideal sind oder noch nicht erforscht sind oder dergleichen. Also da wäre noch was zu machen. Jetzt gucken wir mal eben beim A wie afrikanischen Strauß. Sind ja relativ viele hier. Dann machen wir mal bitte eine Altersübersicht. Handelszentrum. Ins Handelszentrum. Wenn das ZZ ist, dann darf der nicht im Gehege sein, logischerweise, ne? Ich glaube, das Handelszentrum platzt gleich. So, dann sind die schon mal raus. Wann sind die Getränkeläden fertig und die Essensläden, damit ich mal hier ein bisschen Abwechslung reinkriege? Damit wir hier auch die Gästebedürfnisse noch ein bisschen besser hinkriegen. Und vor allem, gibt es mittlerweile Tiere? Nein, es gibt keine von den ganzen Tieren, die ich bräuchte, ist nicht ein einziger im Verkauf. Ist klar. Also die beiden Strauße sind auch gar nichts wert, ne? Und lass mal die frei. Kriegen wir wenigstens ein paar Punkte. Mehr habe ich nicht im Lager. Das sind nur die Handel, ne? Geschenke habe ich keine. Aber das hier überhaupt keins dieser ganzen Tiere, die ich hier rausgeschrieben habe. Keins davon da ist. Ich bin für heute weg. Schönen Tag euch noch. Florian! Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ja, heiße dich nochmal ganz herzlich als Abonnent. Ja, weiß schon, ne? Also hier, weil Abo und so. Ne? Auf einen schönen Monat. Ich guck mal, dass wir wieder möglichst viel gestreamt bekommen. Mal gucken. Ich muss allerdings in diesem Monat noch irgendwie versuchen, A, Steuern zu machen und B, will ich dieses Erstmalzimmer hier zu einem richtigen Streaming-Raum umbauen. Das könnte also bedeuten, dass vielleicht mal ein Stream ausfallen muss, weil das Setup abgebaut ist. Also der Computer, ganze Computer in der Ecke liegt. Mal gucken, wie das wird. Ich muss mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber ich kann die Küche leider auch nicht belegen mit Computer, weil genau in dem Moment will wieder irgendjemand bei mir essen und dann... Ach, ihr wisst doch die Probleme. Mal gucken, ob ich alles an einem Tag alleine gewuppt kriege. Ich bin felsenfest von überzeugt. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen schönen Abend und sag mal bis die Tage. Morgen kein Stream, weil morgen nehmen wir auf. Morgen Abend, weil das ist wieder Goni-Jufu-Gruppe. Und die beiden Spacken, die können ja immer nur abends. Widerlich. Und das halt mich immer vom Stream ab. Also Beschwerden dann bitte an Niklas Gaming oder Jules LP. Den ihr übrigens an der Stelle auch mal gerne auf Twitter und so weiter folgen könnt. Oder gerne auch auf YouTube. Ja? Dann seht ihr die Goni-Jufu-Sachen aus verschiedenen Ansichten. So. Die sind ausgebildet, der kann auch ausgebildet werden. Sicherheitsdienst wird ausgebildet. Verkäufer, komm, wir bilden alle aus. Wir haben Geld, die Ärzte sind ausgebildet. Ich glaube, ich stelle... ja, wobei, die Tiere, denen geht's gut. Ich brauche keinen neuen Tierarzt einstellen. Bis 9. Januar, 19. Januar keine Fortbildung möglich. Also können wir den jetzt fortbilden. Dann haben wir sie alle in der Fortbildung. Sehr gut. Und wir kommen so langsam in den 5-Sterne-Bereich. Mitarbeiterräume werden genutzt. Wie sieht es mit der mutwilligen Zerstörung aus? Kann ich den Lautsprecher reparieren lassen? Nee, ne? Nee, die kannst du also... Da kannst du gut wie nichts über die Techniker machen lassen. So, Sauberkeitsproblem im Gehege. Welches denn? Was ist denn das? Bei den Tapiren und bei den... Ja, wir müssen mal langsam Arbeitsbereiche einstellen. Danke, ich bekomme ja eine Nachricht, wenn du anfängst zu streamen. Ja, also Mittwoch auf jeden Fall geplant. Ne? Wenn ich nicht plötzlich einen Narkolepsieanfall habe, dann ist Mittwoch auf jeden Fall wieder Stream. Ich denke, Mittwoch muss ich sowieso, weil dann kommt wieder... Two Point Hospital.
Da machen wir im Two-Point einfach mal weiter. So, ja, ihr seht hier, ballern die Meldungen rein. Es ist, du kommst gar nicht hinterher. Und wenn du jetzt noch arbeiten sollst, die Forschung wird in einer Tour abgeschlossen. Und du musst ja immer nachgucken, weil, wenn die dann vollständig ist, damit du den wieder einsetzen kannst. Hier siehst du, Design Neue Welt. Den kann ich ja jetzt einsetzen bei, was brauchen wir denn noch? Gehege haben wir, Strom-Imbissstände. Ja, die müssen auch erforscht werden. Souvenirläden müssen auch erforscht werden. Veterinärforschung. Haben wir da jemanden abgeschlossen jetzt? Nein, nur den Kaffernbüffel. Techniker rufen. Ja, wir müssen Arbeitsbereiche festlegen. Ich weiß. Eventuell müssen wir noch jemanden einstellen. Sollten wir mal, vielleicht stellen wir mal jemanden ein. Ich glaube, einen Tierpfleger noch mal einzustellen, kann so falsch nicht sein. So, alles erwachsen. Es ist unglaublich, wie das hier abgeht. Endlich. Mann. Nee. Wie soll man denn da hinterherkommen? Jetzt mal ernsthaft. So. So kommt der Arzt auch wenigstens nicht zum Forschen. Techniker ist auch nicht da. Techniker, Tierarzt, komm. Alle hin. Irgendwie müssen wir ja weiterkommen hier. Oh, was wird das ein Feinschliff? Dafür müsste ich aber echt mal wieder ein bisschen fitter sein. Hier ist schon wieder... Oh, jetzt geht das mit der Inzucht. Ja, die sind erwachsen. Jetzt geht das mit der Inzucht wieder los. Ach, Mann. Oh, ich komme doch da nicht, hinterher. Ich bin müde. Wir machen auch nicht mehr so lange. Ich bin schon wieder in so einer Art leicht genervt Modus. Ich habe Hunger und Durst. Und wobei Durst geht, aber... So, ich hoffe, dass mit der Inzucht geht. Jetzt weg. Ja. Wie habe ich das Gefühl, wir könnten noch einen Techniker gebrauchen, ne? Mit dem 14. November. Woher soll ich denn das jetzt wissen? Im Stream mache ich keine Termine. Ich weiß, du hast da gestern von gesprochen, aber... Du könntest mal hier zwischendurch die Erstmalraum hier komplett entkernen und einrichten und die Büromöbel hier rüberschleppen und mir mal sagen, wo ich den ganzen Rest hinstellen soll, die Küche abbauen im Büro. Du musst auch mal ein bisschen was tun, Jamie, weißt du? Das sind nämlich alles so Kleinigkeiten, die mir gerade vor der Brust schweben. Also ihr immer mit euren Terminwünschen, das ist unglaublich. Lasst mich doch endlich mal was fertig kriegen! Da können wir zusammen erledigen, genau. Ich habe aber nicht die Zeit bis zum 14. November. Da muss alles schnell erledigt werden. Und ständig werde ich zu irgendwas gerufen und gemacht und getan. Ich komme zu nichts hier. Da sind so viele tausend Baustellen und keine davon kriege ich zu. Das macht mich irre, ehrlich. So geht das nicht. Was ist denn jetzt hier mit dem Techniker? Wo bleibt denn der Spacken? Wo ist der Typ denn? Der riecht mich auf, der Techniker. Was läufst du denn da hinten rum? Ja, eine Lawine von Arbeit. Dann mach die auch mal. Blöd, Mann. Da, hier, ist kaputt, mach ganz. Ach, jetzt war einer da. Ach, du bist doch... So, Rappenantilope. Siehst du das nächste Problem? Rappenantilope. Ja, die Rappenantilope. Die hat auch wieder Probleme.
Warum haben die noch kein Set? Also, weil ich die alle so mittendrin reingeschmissen habe, ne? Ja. So! Das haben wir. Was sagt denn die Uhrzeit? 2:41. Wir haben heute die 2000 Aufrufe überschritten. 119 Follower, was ist denn los? Krass! Das wird ja immer besser hier. Das sieht so hässlich aus, ne? Netzgiraffe. Lebenserwartung 0. Ja, so ein Scheißviech kann ich doch nicht gebrauchen. Was soll ich denn damit? Aber Fruchtbarkeit ist gut. Weißt du, da kriegst du nichts angeboten und dann nur von dem, was angeboten wird, nur Schotter. Geht doch nicht. Markt ist leer, ja. Hier gibt's keinen Koala-Bär. Ich weiß nicht, wie ich die 20 voll kriege. Keine Ahnung. Diese 20 Tierarten. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Es wird ja nichts angeboten, was ich gebrauchen könnte. Also ich muss halt multiple Gehege bauen. Anders geht das ja nicht. Ich meine, hier noch 3 Tierarten in das Afrika-Gehege. Es würde A passen und B wären es 3 mehr. Dann bräuchte ich nur noch 4. Wir könnten hier noch 3 reintun. Dann wären wir ja glücklich. Aber so. Na, Getränkeläden sind bald erforscht. Sehr gut. So, was haben wir denn? 23.47 Uhr. Ja, mein Job ist toll. Cutter erwartet oder ist erwachsen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, komm. Ach, guck mal, wir haben schon 65.000. Nee, was können wir beim nächsten Mal spielen? Einrichtung ist ausgefallen. Ja, ja, welche denn? So. Dann geben wir die noch in Auftrag und dann machen wir doch jetzt mal Folgendes. Kommen. Wir müssen ja auch nicht immer übertreiben mit den Streams, ne? Wir gehen mal hier rein, wir speichern das Ganze mal ab.